Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. In dem heutigen Video geht es um eine neue geheime Herausforderung, bei der ihr 15.000 EP verdienen könnt. Und zwar wurde ich von einem Ehrenabonnenten Milo darauf aufmerksam gemacht und wollte dies auch mit euch teilen. Alles was ihr dafür tun müsst, Leute, ihr müsst Teddys und Zwerge entwaffnen, die quasi Krieg miteinander führen. Doch bevor ich euch jetzt zeige, wie das geht, wollte ich euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ich neben YouTube auch noch fast täglich streame auf Twitch. Also falls ihr dort auch dabei sein wollt, könnt ihr gerne über den Link in meiner Videobeschreibung ein kostenloses Follow da lassen. So, jetzt kommen wir zu den Teddys, Leute, und den Zwergen. So Leute, wenn ihr dann im Spiel angekommen seid, dann fliegt ihr hier hinten nach Weeping Woods. Ich werde euch die genaue Location nochmal zeigen, sobald ich gelandet bin. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Mission, Leute, wo ihr nochmal schön leveln könnt zum Season-Ende. Damit ihr nochmal jede EP mitnehmen könnt. So. Okay, hier sind wir schon mal. Hier sehen wir rechts die Zwerge und links die Teddys, Leute. Die Teddys haben alle Raketen in der Hand. Die sind alle bewaffnet. Der ist auf dem Panzer mit seiner Rakete, der Anführer. Und hier die Zwerge haben auch ihre Kanone und diverses Gartenwerkzeug in der Hand. Alles, was ihr dafür tun müsst, Leute, ihr müsst die jetzt entwaffnen und quasi den Krieg beenden. So, drückt ihr einfach drauf. Ganze Waffen weg. Und hier, den nehmt ihr nochmal die Raketen und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Krieg beendet. Ihr habt als Belohnung dafür 15.000 EP bekommen. Ja, und ich zeige euch jetzt nochmal die genaue Location, wo die ist, Leute, auf der Karte. Hier, quasi zwischen Agency und Weeping. So. Ja Leute, das war's dann auch schon. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, dann schreibt es mir in die Kommentare. Haut den Daumen nach oben und falls ihr noch kein Abo seid, dann lasst auf Ehre ein Abo da, Leute. Ciao und bis zum nächsten Mal.